Travel Pack ist hier nur eins. Ist Orange Juice trinken oder essen? Essen. Oder ist Orange Juice oder was? Ja, Orange Juice. Das ist trinken. Eine Cola habe ich gefunden. Möchte einer eine Cola haben? Nein, danke. Cola ist so lecker. Wobei mir fiebt Teamspeak irgendwie immer, wenn jemand was sagt, euch auch. Ja, ich habe irgendwie so ein komisches. Ich hab das nicht. Okay. Oh, eine Bank, lass sie ausrauben. Ja, mit dem Geld. Ich habe einen Baseballschläger, jawohl. Dann kann ich den austauschen mit der Säge. Falls man die Säge doch mal benutzen will, will ich ihn nicht wegschmeißen. Soll ich den Golfschläger mitnehmen? Ja. Wie ein Kulas. Golfschläger wäre nicht schlecht, du. Kann man vielleicht nochmal gut drauf. Okay, warte, den hol ich dir mit. Oh, da ist ein Zombie an der Bank. Ich komm dir helfen. Zack. Da kommen noch mehr. Lol. Da ist ein Gefängnis oder so. Wo? Ja, vor uns. Oder? Nee. Aber warum ist hier ein Sheriff? Und... Mal gucken. Save you all. Okay. Holz nehmen wir mal mit. Ich wüsste nicht, wieso das fiebt. Nee. Oh Gott, da sind richtig viele Zombies. Oh ja. Hier ist ein Schwert noch. Hat schon jeder einen Rucksack? Ja, wir haben glaube ich schon alle eins. Auch, was hast du für eins? Wir haben glaube ich alle das Travel Pack. Ja. Hier ist noch ein das Travel Coyote. Pack. Also Travel Pack droppt auch ziemlich oft anscheinend. Ennis Pack ist das größte, danach kommt glaube ich noch der, davor kommt noch der Coyote. Okay. Coyote, Ennis Pack. Purification Tablet Session. Moldy Potato, weniger schön. Eine Kettensäge. LOL! Dann, tut mir leid, muss ich dich leider droppen. Ich auch. Nehmen wir doch mal die Kettensäge in die Hand. The Crowbar. Hm. Wow! Oh, nicht reinlaufen. Nimm. Ah, jetzt komm. Ich glaube, ich stelle mich mal mit seiner Kettensäge rein. Boah, die töten mich dabei damit. Kettensäge kannst du so gut holst, oder? Oh, ich bin fast tot. Oh, haben wir noch einen Bloodpack? Ich habe noch 10% HP. Ich habe einen Bloodpack. Kannst du mir das vielleicht einmal geben? Wo genau bist denn du? Wir sind hier auf dem Schiff. Hinten am Hafen, oder was? Genau. Oh, ich sehe hier ein paar tote Zombies. Ja, wir haben uns hier ziemlich gut durchgekämpft. Ich guck mal, vielleicht kann ich ja was essen und vielleicht regeneriere ich die Gesundheit. Ich hab jetzt eine Double Barrel. Ah, okay, da bist du. Civilian Bullets. Wir sind in diesem Schiff ganz am Ende, wo man hochgehen kann. Oh, aber Perry, hilf mir, da oben kommt Zombie. Wo bist du? Ja, ich bin hinter dir. Oh. Am besten immer rückwärts gehen beim Schlagen, dann treffen die dich nicht. Ach, sind alle zu. Hier, neben dir. Hallo. Du hast kein Gesicht bei mir. Oh, jetzt habe ich es mir gegeben. Auch noch ganze 20%. Good job. Ja, man muss es anscheinend selbst geben. Oh, was ist denn hier? Ich habe eine AK gefunden. Eine AK? Oh, eine Spitzhacke. Hey, hast du die jetzt genommen? Ja, oder? Ja. Hier. Könnt ihr nehmen, ich bin gleich eh wieder mal tot. Oh, ich möchte mal gucken, ob ich dafür vielleicht. Ich weiß nicht, hast du irgendwie so Rex oder. Warte mal, warte, nimm den hier mal. Hier. Setz damit mal deinen Spawn dann. Oh, ich hab mich geheilt. Den Spawn rein. Wie hast du dich geheilt? Mit Antibiotika. Setz einfach mal hier deinen Schlafsack rein. Wie mach ich denn das? Moment.
Sleeping Bag equip und dann musst du ihn da hinlegen. Zwei ist das. Und dann kannst du einfach hier spawnen ab sofort. Unclaim claim. Denk ein relativ guter Spawn. Oh, so. Antibiotika heilen um 50% nebenbei. Painkillers heilen dann auch, falls ihr die habt. Ich hab eine Roadflare gefunden. Erstmal schmeißen, oder? Ist eigentlich Nacht? Ach, man kann Nightwish noch an ausmachen. Ja, na klar, mit N. Aber dann kann man nicht mehr so weit sehen. Und da können wir jetzt nicht alle unseren Spawn besetzen? Nee, nur einer kann. Ja. Ne? Ich bräuchte so eine Storage-Box. Aber das ist eigentlich auch ein relativ hoher. Eine Storage-Box kann man sich auch craften. Hast du nicht eine Kettensägemucke? Ja. Dann geh mal zu einem Baum und probier da mal was zu hacken. Hier ist ein Schoolbag. Ist der größer? Das ist kleiner. Das ist, glaube ich, das kleinste. Kommt da Holz irgendwie raus? Ja. Nö, der Baum fällt irgendwann um. Ah, jetzt könnt ihr hier das Holz mit einsammeln. Nehmen wir mal alles. Okay, wir brauchen 2 Wooden Frames und 3 Wooden Crosses. Ja, bei den Wooden. Oh, da sind Beeren runtergefallen. Kann man die essen? Ich weiß es nicht. Ja, die kann man essen. Gut, nice. Hier bauen wir unser Lager auf an dem Schiff. Ja. Ja, warum nicht? Würde ich auch sagen. Ich habe übrigens so eine Spitzhacke, vielleicht kann man auch irgendwie was abbauen. Boah, Junge, mach mir doch keine Angst. So, wie funktioniert das jetzt mit dem Crafting mit Warte, ich habe hier noch einen Golfhammer für dich. Hier, den wolltest du haben. Ein Golfhammer? Warte. Dann ja, gebe ich dir den Baseballschläger. Weil ich schon eingeweiht. Wie kannst du Wooden Cross machen? Warte, was brauchen wir? Für einen Crate. 2 Wooden Frames, 3 Wooden Crosses. Wooden Support. 2 Sticks machst du einen Wooden Support. Moment, testen wir mal. Crafting Menü. Ich hab auch noch einen Stick. Also du musst erstmal Wooden Supports machen. Ja. Okay, davon brauchen wir 2, wir brauchen... Moment. Insgesamt... Ich kann auch Boards machen, Wir brauchen 6 Wooden Supports und... 6 Wooden Supports brauchen wir und... Boah. Und 4 Wood Plates. Wood Plates. Wie viel? 4? 4 Wood Plates, ja. Okay, Wood Plates hab ich. Die macht man wiederum aus 2 Boards. Jo, die hab ich, Wood Plates. Fehlt also noch Sticks, Blume. Jo, wo hast du die her? Wen? Ich hab eben gesagt, dass ich eine Double Barrel Shotgun gefunden hab. Ja. Komm mal her. Willst du die bei einer Holo-Site haben? Nee, ich mag Red. Nee, Red Dot ist geiler. Meine Tasche ist voll, die müssen mir ein bisschen helfen. Ja, das ist ein abgestumpfter Baum. Warte, ich... Spitzhacke? Ich nehme auch mal ein bisschen Wooden-Logs hier auf. Jo, mach mal bitte Wooden... Oh, guck mal, Wooden-Frame können wir noch bauen. Ich muss noch ein paar Sachen... Alles meins. Ich droppe mal jetzt hier erstmal ein paar Sachen. Jo. Ich hab 3 Wooden Frames. Wir brauchen noch 3 Wooden Crosses. Wir liegen hier eine Menge Wooden Frames. Wooden Crosses ja, hab ich hier gebaut. Range. Soll ich die Sticks mal droppen? Jo. Brauchst du sonst noch was? Nee, das war's. Dann gehen wir mal gleich wieder zum Schiff und machen das dann. Nimmt alles mit. Irgendwann wird halt der Dingens. Ich nehme noch einen Baum mit und dann können wir zum Schiff gehen und anfangen da zu bauen. Aber wir brauchen noch mehr Holz. Sind da noch Sticks irgendwo? Wir brauchen noch, ich glaube, 4 Sticks. Ja, haben wir genug. Okay. Dann zurück zum Schiff. Versammlung auf dem Schiff. Das Spiel ist mega lustig. Das wird das Safety All-Schiff.
Du siehst aus wie so ein Volde mit deinem Night Vision, ne? Oder mit deinem Gesicht. Der sieht aus wie so ein Panzerknacker. Fehlt nur die gestreifte Uniform. Cool, grinst einfach nur. Ich hab gar keinen Charakter gemacht, werden die zufällig verteilt? Du kannst ihn immer ändern. Okay. So, wir bleiben hier unten, oder gehen wir hoch. Wir gucken, ob man oben bauen kann. Ich bin für oben, da ist man sicherer noch Zombies. Ja. Okay. Dass dann Zombie-Horden kommen, können wir einfach BAM! So, dann bauen wir mal. Was sollen wir bauen? Sticks brauche ich erstmal, ne? Jo, aus Sticks machst du dann Wooden Supports. Okay. Ich dachte dir mal das ganze Zeug hin, was du da auch noch brauchst. Okay, ich hab das. So, hier, das ganze Zeug muss man aufheben, was hier ist. Warte, dann droppe ich mein Zeug erstmal hier, sowas wie das hier. Ich droppe irgendwas, was... Oh, das hier brauche man nicht. Das sieht ganz gut aus. Okay, was mache ich jetzt? Crafting. Genau, so, jetzt nimmst du die ganzen Sticks, machst die dann zu Wooden Supports, Sticks. Aus denen machst du, die tust du dann wieder da rein und machst dann Wooden Crosses. Moment. Okay, wie viele? Brauchst noch. Mach einfach so viele du kannst. Okay, 5 Stück habe ich. So, jetzt nimmst du die Wooden. Jetzt nimmst du die Wooden Frames, also 2 Wooden Frames und 3 Wooden Crosses. Mhm. Und daraus musst du jetzt eigentlich ein Crate machen können. Nee. Wooden Frame und Wooden Cross. Kann ich nichts mitmachen. Hier steht Crate 2 Wooden Frames with 3 Wooden Crosses. Nee, geht nicht. Mir das mal. Drop. Und was brauchst du noch? Wooden Cross, ne? So, probiere ich das nochmal. Vielleicht brauchen wir jetzt Tool noch irgendwie eine Säge oder so. Und dann da dann jetzt Tool reinlegen. Ja, ich glaube auch, dass man da. Oh fuck. Ich hätte eine Handsaw. Gucken. Das da rein und das da rein. Ich brauche gerade einfach mal irgendwas. Das geht aber irgendwie nicht. Wooden Cross. Was habt ihr noch so für Tools irgendwie an Waffen? Du hattest eine Chainsaw, oder? Irgendwer. Ich hab eine Chainsaw, ja. Eine Pickaxe. Gib mir die mal. Oder hast du schon mal wieder als Tool reinzulegen? Nee, aber. Eine Pickaxe nicht. Brauchen wir, glaube ich, für Steinsachen. Ich glaube nicht, dass es was bringt. Hier, warte, ich geb dir die mal. Drop. Versuch mal unten schon mal so einen Holzboden zu bauen. Währenddessen probiere ich mich aber am Schiff kann man anscheinend nicht bauen. Ich guck mal außerhalb. Komm mal, G. Vielleicht eine Crowbar, hier liegt eine. Ja, ich denke auch so, dass man Hammer und Nägel oder sowas benötigt. Oder? Ja, eine Crowbar könntest du mitbringen, ja. Vielleicht geht's damit. Ja, ich bringe mal eine. Wir können auf dem Schiff nicht bauen, wir können nur hier vorbauen, sozusagen. Echt? Ja. Da liegt der Luca. Jo. Was so. Sind Civilian Bullets? Die kannst, damit musst du Dingens kombinen. Nee, Crowbar geht auch nicht so ganz. Das ist voll schwer damit zu bauen. Könnte eine Wooden Foundation bauen. Ne, die haben wir, die hab ich schon. Die baue ich hier gerade aus. Toll. Ey, da vorne ist ein Age, soll ich ihn mal töten?
nur sagen, ist nicht ganz so doll geworden, wie ich es wollte. Oh, ja. Ach, es gibt doch ein Andocken. Wieso hat der gerade nicht angedockt? Ich muss noch versuchen, die eine hier wieder irgendwie abzubauen. Okay, die kann man nicht benutzen. Das sind nur Baumaterialien. Ja, dann haben wir auf jeden Fall schon mal das, so das Grundprinzip raus. Müssen wir die Wiki mal auswendig lernen. Dann machen wir hier erstmal eine Pause und in der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen bauen, gucken, was wir so zu bauen können. Und so weiter und so fort, Leute. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns. Yo. Yo, Leute. Danke erstmal fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr jetzt noch das letzte Daisy-Video und unten den letzten anderen Part. Haut rein. Ciao.